Es ist eigentlich ein Abschlussfest von einer Woche, die wir in Oberösterreich mit verschiedensten Begegnungen verbracht haben und mit verschiedensten Menschen, verschiedensten Gruppierungen. Und das ist heuer wunderbar gelungen, weil auch das so begnadete und so gerade und ja, eigentlich so leichte Menschen sind. Das ist so schön, ich bin ja froh, dass sie bei uns sind, weil das hilft uns eigentlich, dass wir auch wieder auf andere Gedanken kommen und eigentlich das Leben auch wieder mal ein bisschen anders betrachten können und erleben können. Das ist heuer schon das 12. Jahr, dass wir das machen. Angefangen hat es, dass wir am Anfang von der Sonnseiten versucht haben, Bands aus einer Tournee auszukaufen und mit denen einfach mal einen Abend zu verbringen und einfach mal miteinander zu reden und miteinander zu kochen und miteinander zu essen. Und Kulturaustausch braucht ja Zeit. Und es ist jetzt in dem Sinn nicht unbedingt ein Event, sondern es ist eher ein Prozess. Es ist einfach klasse, wenn man in Schulen aufgenommen wird, wenn man mit Seniorentanzgruppen haben wir auch da aus Rotensheim, die kommen dann auch noch, einen Nachmittag verbringen kann. Wenn man mit einer Volkstanzgruppe einen Nachmittag verbringen kann. Oder auch mit Breakdancern, wie man es gehabt hat. Und es sind einige eben heute da und es wird einfach das, was dabei entstanden ist, heute ein bisschen Zeit. Simbabwe ist ein großartiges Land. Simbabwe hat großartige Menschen, die zweithöchste Alphabetisierungsrate in Afrika. Simbabwe wurde immer wieder als Brotkorb des südlichen Afrikas bezeichnet, aufgrund der landwirtschaftlichen Überschüsse, die nicht nur die eigene Bevölkerung ernährt haben, sondern auch die Nachbarländer. Jetzt stehen wir in Simbabwe vor einer Situation, dass fast 3 Millionen dieser gut ausgebildeten jungen Leute das Land verlassen. Es gibt Unterernährung, Mangelernährung. Über 1 Million Menschen sind von Hungerhilfe abhängig. As we, the young people, we think we're going to be a better young people and we can give other young people in Zimbabwe hope that you can reach greater heights if you persist into whatever you want to do in life, even in music. Wir sind immer Komba, wollen ein Vorbild für andere Jugendliche sein.